Ein flauschiges Hallöchen, die Süßen, und willkommen zu einer kleinen Entschuldigung vorweg. Denn ich werde gleich mehrfach behaupten, dass ihr euch die letzte Episode von Hiveswarp Act 1 anseht. Was aber nicht so ist, es ist tatsächlich die vorletzte, denn ich habe mich bei der Aufnahme gründlich mit der Länge verschätzt. Deswegen musste ich dann doch nochmal schneiden, es ist einfach viel zu lang geworden. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und jetzt viel Spaß mit Hiveswarp Act 1. Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Hiveswarp Act 1. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass hier wird die letzte Episode, egal ob kurz oder lang. Wir werden es diesmal schaffen, diesen ersten Teil des Abenteuers abzuschließen. Ich glaube, wir haben uns alles hier drin angeschaut. Jetzt bleibt uns dann nur noch, dass wir den richtigen Weg finden. Ich glaube, unsere Ballettschüchen werden uns hier hinten auch nicht helfen. Wir sind anmutig, aber das ist einfach unglaublich gefährlich. Zwischen einem Stapel tödlicher und and a pit. Between the pile of death and the pit of death, it's way too. Zwischen dem Stapel des Todes und dem Abgrund des Todes ist es einfach viel zu riskant. Das heißt, tanzen würde uns hier nicht weiterhelfen. Ich nehme an, mit Damek, some sort of highly advanced communication device. Wir können auch gerade mit Zephyros reden. Kann uns denn unser Täubchen helfen? Können wir sie da vielleicht durchschicken, die kleine Taube? Byers can't possibly move all that stuff by himself. Also Byers kann unmöglich diese ganzen Sachen alleine bewegen. Es gibt nicht ein einziges Stück in diesem Stapel, das er anheben könnte. Nicht mal einen winzigen kleinen Inch, also sagen wir mal, vergleichbar mit 1-2 Zentimetern, vermutlich. Ja, du hast mich missverstanden. Ich wollte eigentlich, dass das Täubchen durchfliegt und schon mal die Lage peilt. Aber ich kann doch da hinten hinlaufen. Ah, although McGruff, the crime doc, has never explicitly covered this in any of his safety lectures, you probably shouldn't try to climb a pile of guns. Auch wenn McGruff, der kriminallösende Hund, es niemals explizit in einer seiner Episoden erwähnt hat oder seiner Sicherheitsanweisungen erwähnt hat, ist es vermutlich nicht sehr sicher, auf einen Stapel Waffen zu klettern. Da könnten wir recht haben. Ich gucke gerade, was wir hier noch so haben in unserem Inventar. Jamwitz, wir haben nichts zum Füttern. Ich weiß nicht, Batterien, glaube ich, brauchen wir auch gerade nicht. Was ist das nochmal gewesen? Moment, was war das hier nochmal? Das war irgendein Plan. Oh yeah, it looks like the beams from the portal maybe blasted up to the floor, destroying half the stairs and knocking this little crap all over the place. All over the place, especially in your way, especially in that place. In particular, what are the odds? Oh ja, es sieht so aus, als hätte dieser Strahl, der aus dem Portal kam, vielleicht durch den Boden hier die Hälfte der Stufen zerstört und dabei diese ganzen tödlichen Sachen umgestoßen und überall im Raum verteilt. Überall im Raum. Und ganz besonders in unserem Weg. Besonders an diesem Ort im Besonderen. Wie groß konnten dafür schon die Chancen stehen? Okay, das war's also nicht. Was ist eigentlich das hier genau? Sag mal, kann ich damit was machen? Kann ich das hier benutzen? Es sieht aus, als würde das ziemlich gut hier reinpassen, aber naja, dann wiederum scheint es so, als wäre Damek ein ziemlich paranoides Kerlchen und außerdem sehr, sehr gefährlich. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir sein Safe tatsächlich cracken, also aufbrechen sollten. Wenn wir Erfolg dabei haben, könnte es für uns ziemlich tödlich enden. In dem Fall bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache. Wir haben hier immer noch dieses wunderschöne Bild von der Deer Cat, also von der Hirschkatze. Und wir haben hier doch ein Buch. Was lernen wir denn darüber? Immerhin ist es genau dieses Tierchen, was vor der Tür steht und vor dem wir Angst haben und das uns fressen möchte. You pick a page at random, I accidentally spent a few minutes reading about muscle beast spectral Thomasons, maybe you should just use this on losers that you actually encounter. Also wir schlagen eine Seite in diesem Buch auf, so ganz zufällig, und verbringen ein paar Minuten damit, etwas über Muscle Beasts zu lesen. Und vielleicht sollten wir das benutzen, also auf Tiere anwenden, denen wir tatsächlich begegnen. Außerdem hoffen wir, dass wir diesem hier niemals begegnen werden. Das war es also nicht. Ich habe gedacht, es würde uns vielleicht irgendwie weiterhelfen. Wie kommen wir also hier raus? Ah, genau. Das Ding hatte ja keine Energie. Moment. Da oben? Ich will mal was gucken.
dem Teil dieser Türe fehlt es an Energie. Access? Könnten wir es einfach mal versuchen? No dice, you guess. It's out of power, maybe. Keine Chance. Es hat keine Energie. Kann ich denn die Batterien da drauf anwenden? You drop a couple E-Cell batteries onto the panel. Nothing happens. Also wir lassen ein paar dieser E-Zell-Batterien auf das Panel fallen, aber nichts passiert. Vermutlich ist die Technologie einfach nicht kompatibel. Und wie sieht's mit diesem Würfel hier aus? Oh ja, okay. Das funktioniert also. Okay. Da war der Würfel nicht mehr länger nützlich. Weg damit. Gut. Oh oh. Das klang jetzt nicht gut, dieses... Oh, okay. Das ist von allein passiert. Hey. Oh, hi Joey. Wie geht's? Wie geht's voran? Nicht so großartig. I accidentally put everything in. Ich habe aus Versehen alles irgendwie abgeriegelt. Oder vielleicht war es vorher auch schon abgeriegelt und ich bin jetzt irgendwie durch die Tür gekommen? Ja, das ist vermutlich der Fall. Has extremely high security. Der Tetrarch legt sehr viel Wert auf Sicherheit. Warum eigentlich? Worum geht's da? Ist der wirklich so paranoid oder ist sein Planet einfach so gefährlich? Er muss es ja sein, wenn er wenn jedes dieser Häuser hier voller Waffen ist. Eigentlich ist mein Bunker ziemlich anders. Es ist sehr viel sauberer, zum Beispiel. Und es hat ein... And it has a tree growing in it. Und außerdem wächst da drin ein Baum für meinen Lusus. Und es gibt keine Waffen. Das klingt wirklich nett. Aber warum braucht er so viele Waffen? Nun, ich denke, es ist in Ordnung, dir das zu sagen, da du ja schließlich auch ein Rustblood bist. Aber erzähl es niemandem sonst, okay? Das ist ein ziemlich großes Geheimnis. Ich kenne hier niemanden sonst auf diesem ganzen Planeten. Oh, richtig. Okay, aber ja, also, wir sind Rebellen. Ha? Es ist schon okay. Du kannst dir eine Minute Zeit lassen. Ich weiß, das ist eine Menge, um es zu verarbeiten. Gegen was rebelliert ihr denn? The Man? Was? Nein, die Herrscherin ist ein Mädchen. Ach so, ja klar, du bist ein Alien. Entschuldigung, das war gerade. Same context, the Harris is a murdering type. Okay. Immer noch es geht immer noch um dasselbe. Die Herrscherin ist eine mordende Tyrannin. Rules our world plan. Die unseren ganzen Planeten in ihrer schrecklichen und bösartigen Faust gefangen hält. Finny? Ich nehme an, Finny heißt mit Schwimmhäuten. Ihrer schwimmhäutigen Hand gefangen hält. Ja, sie ist so ein Meereswesen und ein Fuchsia-Blut. Eins von gerade mal zwei. Der andere... Nun... Well, she's really far away all the time, leading a conquest for other galaxies or whatever. Nun, sie ist meistens ziemlich weit weg und führt Eroberungszüge auf andere Galaxien durch und was weiß ich. Was ein ziemliches Glück für uns ist, weil sie unglaublich mächtig ist. Nicht so ein Glück für die... Für die Menschen oder Wesen in anderen Galaxien, ha? Oh, ja, das stimmt wohl. Aber wie auch immer. Mit der Herrscherin haben wir schon genug zu tun. The other Highbloods follow. Die anderen Reinblüter. Ich nenne sie mal Reinblüter oder. Ja, Highbloods ist eigentlich hoch. Die anderen Hochwohlgeborenen folgen ihr. Und, natürlich hat sie ihre Drohnenarmee gerade da draußen. Ja, natürlich. Ain't it always just me? Ist es nicht immer so? Ja. Ich habe Scherze gemacht. Ich wusste nicht, dass Hochwohlgeborene oder... Ich wusste nicht, so ein Hochwohlgeborenen oder Drohnenarmeen oder irgend sowas. I hate to be all... Hi, I'm new here. Ich hasse es ja, dass ich die ganze Zeit so... Hey, ich bin neu hier auf eurem Planeten und könntest du mir eventuell alles im Schnelldurchgang beibringen?
Watch in amazement as I stun you with my penetrating clue. Schau her, wie ich dich mit meiner unglaublichen Ahnungslosigkeit erstaune. Erfreue deine Augen an meinen schlechten Witzen. Hey, immerhin hast du trotz all dieser Sachen immer noch ziemlich gute Laune. Ich denke, wenn ich plötzlich auf die andere Seite der Galaxie befördert werden würde, oder was auch immer, würde ich total ausflippen. Verblutest du nicht gerade unter einer Tonne von Steinen? Ja, ich denke schon. Es ist irgendwie nervig, wenn man keine Ahnung hat, was vor sich geht. Okay, nun, die Drohnen, solche fliegenden Dinger, die hier draußen sind. Sie nehmen uns alle gefangen, wenn sie uns sehen. Und ich nehme an, nein, assuming they don't kill, zumindest wenn sie uns nicht sofort sofort umbringen, indem sie irgendwelche Raketen auf uns abfeuern. Also auf unsere Körper, bis wir tot sind. Oh. Ja. Okay, also, a lot of this can wait until we get you to safety. Viele dieser Sachen können warten, bis wir dich in Sicherheit gebracht haben. Ich werde jetzt das Hoverpad suchen. Und, dann melde ich mich wieder bei dir. It's a living. Da war ein kleines Achievement, das ihr, glaube ich, aber nicht sehen solltet. Wir gucken uns hier natürlich erstmal um. Nein, ich will da noch gar nicht durch. Oh. It looks like actually you weren't powering the door up with the power cell, as you thought. From the override detected lockdown re-engaged message, it seems like you were hacking it, sort of. Let's go with hacking. Also es sieht so aus, als hätten wir die Tür eigentlich nicht mit dieser Powerwürfel, tatsächlich wieder mit Strom versorgt. Dieses ganze Überschreibung festgestellt, Verschluss wieder erneuert, lässt eigentlich mehr darauf schließen, dass wir sie gehackt haben. Irgendwie. Nennen wir es einfach hacken. Ich könnte mich hier umgucken, da will ich noch gar nicht hin. Ich möchte mich erst in diesem Raum hier umsehen, der ist ja neu. Hier sieht man schon, es gehört Tetrahydamek, denn er hat runde CDs, die sind nicht eckig. Da wollte ich noch gar nicht hin. Ach so, das ist einfach nur ein anderer Ausschnitt des Raums. Okay, da wollte ich vielleicht auch... Ih, ist das eklig. Oh, Igitt, ein wenig übrig gebliebenes Essen und ein riesiger Käfer, der drauf gekrabbelt ist. Oder essen sie hier Käfer? Vielleicht ist das... That's all... Vielleicht ist das alles, was die Leute hier essen? Du wünschst wirklich, du hättest etwas gegessen, bevor du hierher gekommen wärst. Ja, die Vorstellung, dass man Käfer essen muss, ist echt eklig. Clean. Wir sollen es aufräumen. Ich glaube nicht. Nope, nope, nope. Nicht dein Käfer, nicht deine Schüssel, nicht dein Problem. Halte ich für eine gute Idee. Wir könnten hier drüben Bilder angucken. Und wir könnten hier drüben durchgehen. Moment, jetzt will ich erstmal ganz kurz hier schauen. Nein, ich will da nicht durchgehen. Ach doch, wir können hier... Okay. Wow. Ich frage mich nur gerade, ich möchte nicht versehentlich schon wohin gehen, wo ich noch gar nicht hingehen möchte. Wir können uns diese Bildschirme anschauen. Defeat in the top TV monitor looks like the room you were in a moment. Also das Bild hier sieht aus wie der Raum, in dem wir vor einem Moment noch waren. Es ist seltsam, ihn aus dieser Perspektive zu sehen. Außerdem... sieht der Raum ein wenig anders aus, als du dich erinnerst. Das hier scheint eine andere, also der linke scheint eine andere Fehlermeldung zu sein. Aber du erkennst nichts von den anderen. Moment, ist das nicht vielleicht Xephros? Bei dem unteren hier? Da? Oh, dann wäre sein Lusus hier in seiner Nähe. Und his big monster parent thing is helping him out. Ah, and that's a... Und sein großes Monster-Elternteil hilft ihm gerade, dass es... Es ist gerade ziemlich creepy. Okay. Weiter ist hier nichts. Wir können rausgehen oder wir können uns das hier angucken. So is pretty intimidating. The spear sticking through it manages to be significantly more intimidating. Also die Tür ist schon ziemlich intimidating. Was war das deutsche Wort für Respekt einflößen, würde ich sagen. Und noch mehr Respekt flößt uns der Speer ein, der da durchgestoßen wurde. Wer auch immer den Speer geworfen hat,
ist definitiv sehr, sehr angsteinflößend und respekteinflößend und ihr wisst schon. Also es ist vermutlich eine gute Sache, dass dieses, was auch immer es geworfen hat, gerade nicht hier ist. Und ich glaube, damit sind wir hier in dieser Ecke tatsächlich schon fertig. Hier sind auf jeden Fall Blutspuren und da sieht man, ja, Pfotenabdrücke oder sowas. Die führen auf jeden Fall hier durch diesen Raum. In diese Richtung. Wir folgen denen einfach und hier runter. Das heißt, wir müssen vermutlich durch dieses Loch. Aber erstmal gucken wir uns hier die Bilder natürlich an. Das sieht aus wie riesige Heuschrecken. Und hier hat jemand Bilder. Das ist süß. Und das scheint so eine Art Luses-Statue zu sein. Wir gucken uns das mal an. This imagery is completely opaque to you. It must have some sort of deep cultural significance to the inhabitants of this world. Also, für uns bedeutet das nichts, aber für die Anwohner dieser Welt muss es eine tiefe kulturelle Bedeutung haben. Weiter können wir hier allerdings nichts sehen. Ich würde mal hier rüber gehen dann. Kann ich hier überhaupt runter? Ah. So ein Loch bekommt man, wenn man einen Aufzug in einem Haus baut, während man zur selben Zeit versucht... Ups. Build an elevator into your house while at the same time not caring if people fall down holes. Also wenn man versucht, einen Aufzug in ein Haus zu bauen und zur selben Zeit es einem ziemlich egal ist, dass Leute vielleicht durch ein Loch fallen könnten. Die Plattform ist unten im Keller. Wir können immer noch das Geräusch von wilden Tieren unten hören. Da wollen wir also erstmal nicht hin. Durch die Tür werde ich gleich versuchen zu gehen. Was ist das? You assume this is a trophy for Beast, Terror Cat, Menace Form, Thresh Bronco in Show... Was zur Hölle? Was ist das? You assume this is a trophy. Wir nehmen an, das ist eine Trophäe für Beast, Terror Cat, Menace Form, Thresh Bronco in Show. Ich lasse das jetzt mal. Ich versuche es gar nicht erst zu übersetzen, okay? Was haben wir da Interessantes? Moment, ich kann hier was anklicken. Ein Computer. Du fragst dich, if Demick ever makes his own video games as a means of hashing out his problems, like Clarissa does. Clarissa is so cool. Du fragst dich, ob Demick je seine eigenen Videospiele programmiert, um so seine Probleme besser lösen zu können, wie Clarissa das tut. Clarissa ist echt cool. Ihr erinnert euch vielleicht in der ersten Folge, ich glaube es war in der ersten oder zweiten Episode, da haben wir auch schon über Clarissa geredet und ich erinnere mich ja tatsächlich noch an Clarissa. Oh, das war so eine coole Serie. Aber ich glaube, außer mir kennt die vermutlich kaum noch jemand. Mal gucken, was hier noch gibt. Die Bücher können wir uns nicht angucken. Das Licht hier auch nicht. Da vorne die Sachen auch nicht. Wir konnten aber hier nochmal drauf gucken auf diesen Zettel. Ja, den Zettel eindeutig. Demick has gone back and forth between the Grubbles and the Grubbles? Grubbles and the Grubbles several times. The Grubble seems to be the current favorite, though at least until he crosses it out and writes the other one beneath it. Also Demick ist einige Male hin und her gewechselt zwischen the Grubbles und the Grubbles. Warte mal. Ach so, klar. Grubbles und Grubbles. Eine andere Schreibweise. Er hat sich scheinbar hin und her entschieden und immer das eine dann durchgestrichen und danach wieder seinen gerade aktuellen Favoriten drunter geschrieben. Ach so, Grubbles oder... Ja, von der Aussprache her sollte es sich nicht viel schenken. Ich fürchte, es ist Zeit dafür, durch diese Tür zu gehen. Okay, das wird ein bisschen lächerlich hier. Wer schließt eine Tür in deine Küche ab? Macht er sich Sorgen, dass irgendjemand einfach nur so. Keine Chance, dass die Käfer essen, richtig? Kann ich da runter? Nee, der kann ich auch nicht runter. Haben wir denn hier irgendwas? Wir müssen da irgendwie durchkommen, das heißt, irgendwas übersehe ich gerade noch. Ich mache hier oben mal wieder zu. Was übersehe ich gerade? Das Ding hier ist abgeschlossen. Wir müssen irgendwie hier reinkommen. Und ich habe leider keine Möglichkeit zu gucken, ob wir irgendetwas... Kann ich mich denn bei... Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich gucken. Ich kann mich gerade nicht bei... Genau, ich kann mich gerade nicht bei melden. Es geht auf jeden Fall hier... Ah, warte mal. Das ist auch nicht das Richtige. Wild Animal Below. Kann ich gucken, was es für ein wildes Tier ist? Okay, nein, kann ich nicht.
Was ist das? Die Trophäe? Kann ich mir die Trophäe mit dem Ding angucken? You won't get the information you need researching a model. You need to study the real thing. Wir werden die Informationen, die wir brauchen, nicht erhalten, indem wir ein Modell studieren. Wir brauchen schon ein echtes Biest, ein echtes Tier. Die Frage ist jetzt, wie ich tatsächlich hier rauskomme. Was muss ich benutzen, damit es funktioniert? Kann ich hier Snacks runterwerfen? Das Loch ist kein Haustier. Es ist einfach nur eine runde Abwesenheit von Boden. Das ist, hast du schön gesagt. Kann ich hier vielleicht... Ich frag mich, ob ich irgendwas mit diesem Bug machen muss. Kann ich mir den würzen? Oh ja. Das ist bestimmt das Einzige, was mich davon abgehalten hat, dieses widerliche Käfermahl zu essen. Seine Geschmacklosigkeit. Genau, daran wird es gelegen haben. Wie komme ich denn hier raus? Ich komme hier nicht wieder durch. Ah, jetzt kann ich es untersuchen. Okay. Oh hey, the tablet's doing the thing again. Oh, das Tablet macht schon wieder diese Sache. Ich dachte mir doch, dass dieser Bildschirm zu auffällig ist. Ach du, jetzt müssen wir wieder Snake spielen. Wie habe ich das nochmal gespielt? Mit WASD? Ging das mit WASD? Ich glaube. Ups. Okay, es war nicht mit WASD. Hey, Xerox, bist du da? Oder war es doch WASD? Ich kann nicht wirklich irgendwo hingehen, während diese Trümmer gerade meinen Körper zerquetschen. Oh, richtig. Tut mir leid. Ah, ist schon okay. It doesn't sound okay. I'll be there soon. I try to move around a lot. Es klingt nicht so, als wärst du okay. Versuch dich nicht so viel zu bewegen. Okay, ich werd's versuchen. Ich werde einfach noch mal ein bisschen ohnmächtig werden. Warte, nur ganz kurz. Ich habe Schwierigkeiten mit diesem Sicherheitspuzzle oder wie man das immer auch immer nennen soll. Ich habe vorher eins... I solved the one... Ich habe vorher das im Keller gelöst, also ohne Schwierigkeiten. Aber das hier ist irgendwie anders. Security Puzzle? Also Sicherheitsrätsel? Da. Meinst du das Meinst du die Schlangenrobben, die Tetraich damit... Rigged up to his... Mit seinem... Power Hexer, mit seinem Ding verbunden hat? Ich hätte nicht diese Worte benutzt, aber ich denke, das ist es, worüber wir hier gerade vielleicht reden könnten, ja? Es gibt noch eins? Ein anderes? Ich denke... Der Startbildschirm ist zumindest anders. Und die Energie ist auch noch an, also weiß ich nicht, mit was es verbunden sein könnte. Vermutlich mit dem Sicherheitssystem seines Bunkers. Ah. Er arbeitet immer daran, um es noch ein wenig komplexer zu machen. Ja. Um das im Keller zu lösen, musste ich nur die Buchstaben essen. Aber jetzt sind sie anders? Es gibt verschiedene Buchstaben, die man essen könnte, aber ich weiß nicht, welche Buchstaben ich essen soll, falls das irgendeinen Sinn ergibt. Oh, vermutlich ist es XXXXXXXX. Sehr viele Xe. Oh, wirklich? Nein, warte, ich meinte XX... Vermutlich eine andere Antwort von X. XXX... Oh Gott im Himmel. Ja, ich hab's verstanden. Nein, das ist es nicht. Was? Ich tippe es ein, aber es ändert sich ständig und wird ein Haufen Xe. Vielleicht liegt es an der neuen Security-Software, die ich installiert habe. Es muss mich davon abhalten, irgendwelche Passwörter in den Chat zu posten. Wirklich? Oh, lass es mich versuchen. Mr. Stay... Taylor Thomas 80. Kannst du das sehen? Also, ja, er wiederholt es. Oh mein Gott. Was ist das? Du hast mir gesagt, es würde sich in X-Symbole verwandeln. Nun, du benutzt das Tablet vom Tetraich. Es würde nicht deine Passwörter kennen. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade getan habe. Es tut mir leid, ich werde heimgehen. Ich kann niemals
I can never show my face on this planet again. Ich kann niemals wieder mein Gesicht auf diesem Planeten zeigen. Hä? Mr. Staylor Thomas 80. Das scheint ein nettes. Es scheint doch ein gutes Passwort zu sein. Ich wäre da nie drauf gekommen. Du musst wirklich klug sein, Joey. Nein, offensichtlich bin ich super dämlich. Was ist so peinlich daran? Jeder macht mal Fehler. Es ist nur... Nun, es ist der Name des Jungen, den ich mag. Oh, wirklich? Haha. Sag es keinem, aber das benutze ich auch als Passwort. Oh. Also hast du ein Mädchen, das du magst? Oh nein, ist ein Junge. Ah. aus irgendeinem Grund habe ich die ganze Zeit gedacht, du wärst ein Junge. Das bin ich auch. Oh. Ey, jetzt keine Vorurteile. Oh. Ja. So, Ich will dich ja nicht irgendwie unter Druck setzen, aber ich sterbe immer noch unter diesen Steinen hier. Also wegen der Sicherheitskonsole. Ja, richtig. Kannst du mir irgendeinen Hinweis geben? It's the name of our band, but there's a couple of different ways. Es ist der Name unserer Band, aber es gibt ein paar verschiedene Arten, wie man sie aussprechen könnte oder wie man sie schreiben könnte. Das ist ziemlich seltsam. Ja. Ah. Ah, wir wechseln immerhin zwischen XXXXX und XXX. Wir nennen es Grubbles und Grubbles. Ich weiß nicht, welches gerade die richtige Schreibweise ist. Nun, ich werde mich ein bisschen umsuchen, bis ich es herausfinde. Ah, er muss es irgendwo aufgeschrieben haben. Irgendwo oder irgendwie, richtig? Ich hoffe. Ich werde meine Kraft ein bisschen schonen. Vielleicht ein kleines bisschen. Ich fühle mich ein bisschen tot, weißt du? Oh, halte durch. Ich werde da so schnell sein. Ich bin da so schnell ich kann. Wir haben es schon gesehen. Das macht Sinn. Moment, da hinten ist es. Hier, der Zettel, den wir untersuchen können. Der da. Hier. Grubbles und Grubbles. Grubbles und Grubbles. Mit wie? Kann ich jetzt die Konsole nochmal benutzen? Ich habe leider eben gerade wirklich nicht hinbekommen, dieses Spielchen zu spielen, aber wir versuchen es einfach nochmal. Das muss ja irgendwie gehen. Boy, da tappest du das Ding again. Ah, ich darf mich doch mit den Pfeiltasten bewegen. Das müsste jetzt erstmal das sein. Ich hoffe, ich tippe das jetzt richtig. War das jetzt falsch? Moment. Versuchen wir es nochmal. Ach, vielleicht war das ein G. Ich dachte, das wäre ein T. Okay, ich bin doof. Kann es sein, dass es das da oben ist? Das hier. Was wir da oben sehen. Ich glaube, das ist es. Hätte ich auch drauf kommen können. Es tut mir furchtbar leid, dass ich gerade so schlecht bin da drin. Jetzt müsste es das... Moment, das war jetzt falsch, oder? Das war falsch. Das war definitiv falsch. Das war sowas von falsch. Kann es bitte jetzt als falsch angezeigt werden? Ich habe jetzt doch nur random irgendwelche Sachen gewählt. Das war definitiv falsch. Oh, wir haben das jetzt gerade richtig gemacht? Das ist seltsam. Das Losus kommt. Dear Cat. Die Hirschkatze. Oh oh. Hallo. Du hübscher Du. Wir weichen aus. Schnell in die Küche. Okay. Was jetzt? Puh. Ich habe das Spiel geschafft. Aber das Monster hat mich gejagt. In die... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Küche ist.
Es ist ziemlich eklig, aber wie auch immer. Ich wollte dich nur darüber informieren. Monster? Warte, tut mir leid, ich fühle mich ein bisschen wobbelig. Die Hirschkatze. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Der Lusus von Tetrarch. Okay, ja, sicher? Hey, wenn du gerade eine Sekunde hast, vielleicht kannst du mir erklären, was das bedeutet? Was bedeutet? Was ist ein Lusus? Wow. Was? Das ist wirklich einfach nur das Traurigste, was ich je... Was ich je gehört habe, was jemand gesagt hat. Nun, kulturelle Unterschiede und so weiter und so weiter. Könntest du mich... Can you bring me up to speed on this wild beast stalking me? Könntest du mir ein paar Informationen geben über das wilde Biest, das mich gerade verfolgt? Warum hat Damek überhaupt so ein verrücktes Katzenmonster in seinem Haus? Nein, also normalerweise ist es nicht verrückt. Ein Lusus passt auf dich auf und kümmert sich um dich. Er beschützt dich vor den wilden Monstern. And also dying from like... also er beschützt dich vor den wilden Monstern und passt auf, dass du nicht an was auch immer stirbst, weißt du? Ich schätze, meiner ist nicht sonderlich gut darin, da ich immer noch hier von diesen Sachen zerquetscht werde, aber... nicht wirklich. Sind sie alle, Bestien? Biester? Monster? Ja, was sollten sie sonst sein? Rambunctious. And they're always this rambunctious? Sind sie immer so wild oder so? Ich meine, it seems like it had be pretty crazy if everyone in your family had their own rip-snorting monster. Ich meine, es wäre ziemlich seltsam, wenn jeder in deiner Familie selbst so ein Monster hätte. Was ist deine Familie? Das sind Erwachsene und ihre Kinder oder ein Erwachsener und einige Kinder oder einige Kinder und ihr Babysitter und die Abwesenheit ihres Vaters, der nicht unbedingt Müll ist. Erwachsene? Ja, wieso? Die Erwachsenen leben auf deinem Planeten? Ja, natürlich. Is that not where they live? For your Alice? Ist das nicht, wo sie leben? Also hier bei euch, eure Erwachsenen? Sorry, das ist irgendwie das Seltsamste, was du je gesagt hast. Naja, wenn du erstmal alt genug bist, dann schicken sie dich auf einen anderen Planeten für deine Aufgaben. Und niemand kommt jemals zurück? Nein, keine Ausnahmen. Es gibt keine Erwachsenen auf Alternia. Oh. I think this might be another Wow, I'm an Alien. Ich denke, das könnte eine weitere Wow, ich bin so ein Alien-Unterhaltung werden, die wir uns... better safe for when you're not pinned under a bunch of... Die wir uns besser für dann aufheben, wenn du nicht gerade unter einem Stapel Steine begraben liegst. Vermutlich. Ich muss mich für eine Sekunde ausruhen. Okay, nun, dann konzentriere ich mich jetzt darauf, das Hooverpad zu finden. Ich lass dich wissen, wenn ich es geschafft habe. Oh, danke, Joey. Ich werde jetzt dann erstmal versuchen, bei Bewusstsein zu bleiben, denke ich. Guter Plan. Bleib am Leben und, Kid Power? Kinder Power? Oh Himmel, das war schrecklich. Sorry, bye. Okay. Wir haben noch einen Raum. Ich nehme an, wir müssen jetzt irgendwas hier finden. Was ist das denn? You don't want to tangle with the terrifying deer cat while he's still so terrifying. Maybe if he could be calmed down somehow or at the very least distracted. Wir wollen uns also nicht mit der Hirschkatze anlegen, während sie noch immer so beängstigend erscheint. Vielleicht könnten wir sie irgendwie beruhigen oder zumindest ablenken. Dann gucken wir uns doch mal um, was es hier so alles gibt. Der Schrank ist leer. Irgendwie ein wiederkehrendes Thema heute und auch das gilt irgendwie auch für den Großteil deines Lebens. Aber warte, was haben wir da gefunden? There is a bowl in the back, a clean bowl. Es gibt eine Schüssel auf der Rückseite, eine saubere Schüssel. Vielleicht hat Mr.
Maybe Dalmec missed a chew that would explain why it's actually clean. Vielleicht ist sie Dalmec auch entgangen. Das würde erklären, warum sie tatsächlich sauber ist. Ja, da ist eine Schüssel. Müssen wir vielleicht das Tierchen füttern? Ich meine, das hat ja bei dem Lusus von Xephros ziemlich gut funktioniert. Kann ich hier rübergehen? Ich kann hier aber auch nichts anklicken, wenn ich ehrlich bin. Hier ist einfach nichts. Hier drüben vielleicht? Oh ja, hier sind Sachen. Das ist Cruel Aid. Oh, ihr habt verstanden. Dieser Ort ist irgendwie ziemlich schrecklich. Was ist das hier? Look. Das sind some dishes and they are dirty and they are 100% not your problem. Das sind einige, das ist Geschirr und das ist dreckig und das ist hundertprozentig nicht unser Problem. Können wir uns da was nehmen? These dishes are too filthy to use, also sie sind zu schmutzig, als dass wir sie benutzen können. Und wir machen sie definitiv nicht sauber, wir sind ja nicht Dalmecs Hausmädchen. Was ist das hier? Das ist wirklich eklig. Vielleicht könntest du es irgendwie sauber machen? Ja, du bist definitiv in eine seltsame Alien-Welt gereist, um die Küche von irgendeinem Typen sauber zu machen. Das ist, wie du dein Leben lebst. Garantiert nicht. Okay, wir könnten mal in den Kühlschrank gucken. This is probably a fridge, right? Das ist vermutlich ein Kühlschrank, richtig? Du nimmst zumindest an, dass das ein Kühlschrank ist, weil es die Form eines Kühlschranks hat. Und in etwas steht, das offensichtlich eine Küche darstellt. Dann machen wir es doch einfach mal auf. Was haben wir hier alles drin? Was ist das? Diese Pizza. Must commit oysters of... muss eine ganze Menge Pizzasünden begangen haben. Seeing as the tastes and sensibilities of the human race were not considered during its creation. Denn es scheint so, als wären die Sinne, Geschmacksnerven von Menschen nicht berücksichtigt worden, als man sie herbestellt hat. Vermutlich verdient sie gar nicht den Namen einer Pizza. Was haben wir hier noch? The Crooks. Wow. Das ist ein wirklich, wirklich dämlicher Name für ein Getränk in irgendeiner Dose. Was haben wir hier noch? Au, oh, das ist Lusumilch. Milch für Lusus oder Milch von Lusus? Wie auch immer, es ist eklig. Aber vielleicht könnten wir damit das Monster beruhigen. Grub Sauce? Huh? Du fragst dich, ob jeder auf diesem Planeten... Anyone else eats nothing. Ob alle auf diesem Planeten also nur Käfer essen? Oder ob es vielleicht einfach nur Dalmec ist? Das wäre irgendwie noch schlimmer. Da oben sind, glaube ich, Eier. Did he just... Hat er einfach nur eine Handvoll Eier in den Kühlschrank geworfen und sie dann so gelassen? Oh, Jungs, wirklich. Da oben haben wir noch was? Da oben könnte alles drin sein und du wirst nicht Pandoras Doggy Bag, also dieses Mitnehmen-Schächtelchen aus Restaurants öffnen, um herauszufinden, was da drin ist. Aber ich glaube, den Kuchen könnten wir untersuchen. Sind das Zähne? You remind yourself, wir erinnern uns daran, dass wir hier besser keine Geburtstage feiern. Ja gut, dann nehmen wir einfach mal die Lususmilch mit. Wir nehmen also die Lususmilch mit. Vielleicht können wir damit das Biest beruhigen. Und ich würde gerne noch da oben hingehen. Look, was ist da oben? Das scheint in einen gewundenen Flur hinaufzuführen. Wir könnten mal versuchen, da hochzugehen. Das war sie nun also, die vorletzte Episode von Hiveswap Act 1. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid und hoffe, dass ihr Spaß hattet, auch wenn es dieses kleine Missverständnis wegen der Länge gab. Schaut doch auch nächstes Mal wieder rein, dann tatsächlich zur letzten Episode. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und ich sag einfach mal, bye bye!